die da sind und die Haare wechseln und dann geht's los. So. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Bei der letzten Lesung konnte ich ja selber nicht lesen, weil ich da noch hochschwanger und krank geschrieben war. Jetzt ist das Baby mit dabei. Weil ich nicht weiß, ob jeder jeden Text jetzt schon gehört hat, habe ich eine kleine Zusammenfassung geschrieben, dass Sie so eine grobe Vorstellung haben, worum es geht. Und dann fange ich aber auch mit der dritten Episode an. Also die kleine Vorgeschichte. Die über 400 Jahre alte Linde hat sich in ihren letzten Lebensjahren bzw. Jahrzehnten mehr zufällig mit einem Mädchen namens Marie angefreundet. Dieses Mädchen wird ihr zum Gesprächspartner und spielt zunehmend eine wichtige Rolle im Erleben und in den Gedanken des Baumes. Und während die Linde Marie von den Irrungen und Wirrungen der Zeit der vergangenen Jahrhunderte erzählt, berichtet das Mädchen dem Baum von der Welt, in der es lebt. Doch auch das Leben dieses Mädchens ist nicht einfach, das wird aus ihren Andeutungen zunehmend klar. Es gibt immer wieder Zeiten, in denen Marie von der Linde fernbleibt, weil ihr Leben so viel von ihr fordert. Und weil sie auch in einem Tempo älter wird, das grundverschieden ist von dem Alterungsprozess einer Linde. Und wo der Baum sein Leben lang versucht hat, sich aus den Menschenwegen herauszuhalten, ist es nun ausgerechnet dieses Mädchen, das ihn da hinein verstrickt und nicht mehr loslässt. Er entwickelt Gefühle, die er nicht kannte, gewinnt menschliche Qualitäten und überhaupt die Fähigkeit, mit Marie eine Beziehung einzugehen und büßt zugleich etwas von seiner bäumischen Ruhe und Ausgeglichenheit ein. Hatte ich sie erschreckt, so wie ich damals das alte Mütterchen erschreckt hatte? Ich hatte ihr etwas gezeigt von mir, das sie vielleicht nicht sehen wollte, das sie nicht verstand. Und indem ich mich ihr geöffnet hatte und versucht, sie zu halten, hatte ich sie von mir fortgetrieben. War es das? War es so mit den Menschen? Ich hätte es wissen sollen und wusste es doch nicht. Der Frühling kam und mit ihm die Tiere. Ich war nicht allein, das war ich nie gewesen, aber sie fehlte mir doch. Und Marie hatte ja auch gesagt, dass sie bald wiederkommen würde. Wo blieb sie also? Ich lauschte nach ihr. Über das Vogelgezwitscher und Rascheln der Tiere hinweg, durch Wind und Regen, wollte ich nur ihre Stimme hören. Die anderen Menschen und Kinder kamen und gingen, ich hörte sie lachen und ihre Lieder singen, doch ich dachte nur an Marie. An ihre kleine Gestalt und wie sie so streng war und klar. An nichts anderes mehr konnte ich denken als an sie. Meine eigene Ungeduld quälte mich bald mehr als ihr Fortbleiben. Diese Ungeduld saß in mir wie meine verrutschte Wurzel und piekte und kitzelte mich die ganze Zeit. Ich konnte nichts anderes mehr spüren als diese Unruhe und meine Sehnsucht nach Marie. Ich veränderte mich und bemerkte das auch und konnte doch nichts dagegen tun. Und dann kam sie. Als ich schon kaum noch damit rechnete, hörte ich plötzlich ihre schnellen Schritte und ihre raue Stimme zwischen dem Lärmen und dem Geschrei der anderen Kinder. Sie war wieder da und hatte mich nicht vergessen. Die Kinder spielten irgendein wildes Spiel, sie tobten und johlten unter mir, sie kletterten auf mich hinauf, schlugen gegen meinen Stamm, banden ein Seil um mich. Das alles störte mich nicht, spürte ich doch zwischendurch immer wieder Maries Hand und wie sie über meine Rinde fuhr, wie sie summte und ein paar liebe Worte murmelte. Ich drückte meine Rinde leicht gegen ihre kühle Hand. Sie erwiderte den Druck. So standen wir eine Weile und eine wilde Freude fuhr durch mich hindurch und bis hinauf in meine Zweige, noch in die kleinsten Blätter, zitterten von dieser Freude. Ich konnte es kaum erwarten, bis die anderen Kinder fort waren und wir endlich allein, bis wir wieder miteinander sprechen würden, so wie wir es in dieser Winternacht getan hatten und in all den Nächten davor. Doch als es Abend wurde und die Rufe der Kinder sich langsam entfernten, da ging auch sie. Noch einmal strich sie über meinen Stamm ein paar schnell hingemurmelte Worte, die ich kaum verstehen konnte, und dann war sie fort. Ich blieb leer zurück. Noch immer fuhr der Wind durch mich hindurch und ich hörte das Rauschen meiner Blätter und wie die Vögel zwitscherten, zwischen meinen Wurzeln das Gewusel der kleineren Tiere. Alles war wie immer. Nur da, wo die Freude gesessen hatte, da war jetzt nichts mehr. Nun gut, dachte ich, heute ist sie nicht geblieben, dann wird sie morgen bleiben, und versuchte mit diesen Gedanken und der Erinnerung an den Abdruck ihrer Hand die Leere in mir zu füllen. Und tatsächlich, auch am nächsten Tag war sie wieder da. Doch etwas hatte sich verändert über den Winter. Ich spürte Marie zwar ihre Nähe und wie sie mich im Vorübergehen berührte, doch in dieser Berührung lag etwas, das vorher nicht da gewesen war. Eine Tiefe und zugleich etwas Fernes, wie ein Abschied. Und sie kam auch nicht allein. Da waren nicht nur die anderen Kinder, da war noch jemand. Einer,
der nicht dazugehörte und dem sie doch ihre Aufmerksamkeit schenkte. Ihre Berührung. Meine Sehnsucht wurde immer größer. Wann würde sie endlich einmal da bleiben? Wann würde sie wieder zwischen meinen Ästen schlafen? Wann würden wir wieder miteinander sprechen? Die Gespräche mit ihr fehlten mir so sehr, dass ich in den Nächten begann, mit mir selbst zu sprechen. Doch das war nicht das Gleiche. Beim Sprechen geht es ja darum, dass einem jemand zuhört und dann etwas erwidert, dass es hin und her geht. Das ist etwas anderes, als wenn der Wind durch einen weht. Aber eines Abends blieben die beiden. Als die anderen schon längst gegangen waren, waren sie noch da. Sie saßen im Gras, eng nebeneinander, ihre Rücken an meinen Stamm gelehnt. Seiner reichte weit an mir hinauf. Ich spürte ihren Hinterkopf oberhalb seiner Schultern und da merkte ich, dass auch sie nicht mehr klein war. Sie war kein Mädchen mehr. Die beiden blieben die ganze Nacht bei mir. Lange schwiegen sie und ich spürte nur den Druck ihrer Rücken und wie sie sich beim Atmen hoben und senkten. Und dann eine kleine Bewegung seiner Schulter, das Schaben einer rauen Hand und wie sie ein Stück wegrutschte von ihm. Nein, sagte sie, lass das bitte. Aber warum? Seine Stimme war heller, als ich das erwartet hätte. Deshalb sind wir doch hier. Sie schwieg. Er richtete sich auf. Sind wir nicht deshalb hierher gekommen? Haben wir nicht darauf gewartet, den ganzen Nachmittag lang, dass alle fortgehen und wir endlich allein sind? Sie war aufgestanden und lehnte mit dem Rücken gegen den Stamm, die Hände unter ihrem Po verschränkt, die Fingerspitzen tippten gegen meine Rinde. Meinte sie auch mich damit? Aber doch nicht deswegen. Nicht? Weswegen denn dann? Er stand jetzt auch. Seine Hand ruhte über ihrem Kopf an meinem Stamm. Etwas rührte sich in mir. Ein altes Gefühl, die Erinnerung an eine wilde Bewegung. Ich dehnte mich etwas aus, so dass seine Hand ins Rutschen kam. Er trat zurück und auch sie hatte es bemerkt, musste es bemerkt haben. Wenn das so ist, dann gehe ich jetzt. Sie löste sich von mir. Jetzt warte doch. Seine Stimme bekam einen tieferen Ton. So war das doch nicht gemeint, aber er stockte. Was sollen wir denn sonst hier tun? Wir könnten einfach hier sitzen unter diesem schönen Baum und zuhören, wie der Abend kommt und dann die Nacht. Wir können auf die Tiere lauschen und wie die Blätter der Linde sich im Wind bewegen. Sie hatte mich also nicht vergessen. Aber ob er das verstehen würde, ich war mir nicht sicher. Er sagte jedenfalls nichts, so redete sie weiter. Wir können hier sitzen, nebeneinander im Gras und uns etwas erzählen. Sie machte eine Pause. Wir müssen doch erst einmal herausfinden, wer wir überhaupt sind. Er räusperte sich. Und du meinst, das finden wir heute Abend heraus? Da lachte Marie. Sie schüttelte den Kopf dabei, ihre Haare verfingen sich in meiner Rinde und lachte. Wenn sie jetzt nicht aufhörte, dann würde sie ihn vertreiben, da war ich mir sicher. Schließlich waren die beiden nicht das erste Liebespaar, das ich hier bei mir traf. Und auch wenn ich mich für die anderen lange nicht so sehr interessiert hatte, so konnte ich mich doch an alle Begegnungen erinnern, an jedes in meinen Stamm geritzte Herz und auch an die Tränen, die die Mädchen hier geweint hatten. Und auch an Hans musste ich denken, den Jungen, der zugesehen hatte, wie sie den Schäfer erschlugen und der, nachdem ich ihn gerettet hatte, so oft zu mir gekommen war und mir von seinem Mädchen erzählt hatte. Doch man konnte schon sagen, dass ich einiges wusste über die menschliche Liebe. Und dass die Männer es nicht mochten, wenn über sie gelacht wurde, das wusste ich auch. Sie konnte gar nicht aufhören zu lachen, aber er war immer noch da. Natürlich finden wir heute nicht heraus, wer wir sind, wer weiß das schon, aber wir könnten einen Anfang machen. Gut, sagte er und setzte sich wieder hin, die Beine lang im Gras, dann erzähle. Ich spürte den leichten Druck seiner Waden bis hinunter zu meinen Wurzeln. Und es drückte auch in meinem Inneren, denn er war frei, anders als ich. Er konnte entscheiden, ob er bleiben wollte oder gehen. Und er blieb. Jetzt war es an ihr. Sie schwieg lange, immer noch gegen meinen Stamm gelehnt, ihre Finger fuhren sachte über meine Rinde, ich hielt dagegen. Schließlich begann sie. Ich heiße Marie, ich bin 15 Jahre alt, ich wohne mit meinen Eltern und den Geschwistern in einem kleinen Haus. Wir haben nur ein Zimmer, in dem wir alle schlafen. Ich teile mir das Bett mit meinen beiden Schwestern. Ich bin die Älteste. Er schwieg. Das wusste er sicher schon alles und auch mir hatte Marie das schon erzählt. Aber sie hatte ja recht, woher man kam, bestimmte darüber, wer man war. Das wusste ich nur zu gut. Sie sprach weiter. Früher bin ich in die Schule gegangen, aber jetzt nicht mehr. Seit Vater weg ist nicht mehr. Jetzt gehe ich in die Motorenfabrik, weil wir das Geld brauchen. Die Mutter ist den ganzen Tag mit den Kindern beschäftigt. Wer soll es sonst machen? Unter einer Motorenfabrik konnte ich mir nicht viel vorstellen, aber er wusste anscheinend, was das war. Er räusperte sich. Und das soll es jetzt sein? Aus diesen paar Worten soll ich etwas über dich erfahren? Hunderte Mädchen leben so. Sie antwortete nicht und auch er schwieg, aber sie hatte sich wieder hingesetzt. Sie saßen nebeneinander, so wie sie auch vorher schon gesessen hatten.
Die Nacht kam langsam, es wurde kühler und sie rückte ein bisschen näher an ihn heran. Schließlich fragte er: Und am Abend, was machst du da? Und in der Nacht, woran denkst du, wenn du nicht schläfst? Ob sie von mir erzählen würde, von all den Nächten, die sie zwischen meinen Ästen verbracht hatte, ich war nicht sicher, ob ich das wollte. Und doch musste ich wissen, ob sie noch daran dachte, ob sie noch an mich dachte. Ich bin oft draußen in der Nacht. Zu Hause in meinem Bett zwischen meinen Schwestern ist es mir zu eng. Ich gehe raus, wenn sie schlafen, und gehe herum. In den Straßen und hier zwischen den Feldern. Der Mutter ist es egal, sie fragt mich nicht. Solange ich am nächsten Morgen in die Fabrik gehe und das Geld nach Hause bringe, will sie nicht wissen, was ich sonst tue. Er rückte etwas näher an sie heran. Ich konnte die Bewegung seiner Schultern an meinem Stamm spüren. Aber ich wüsste gerne, was du tust. In der Nacht, wenn du hier herumgehst, woran du dann denkst. Sie zögerte und ich merkte, dass sie sich überwinden musste. Ihr ging es wie mir, damals, als wir das erste Mal miteinander sprachen, nachdem ich so lange nicht mit einem Menschen gesprochen hatte. Ich gehe noch nicht lange nach draußen, fing sie schließlich an. Früher bin ich einfach liegen geblieben in der Nacht zwischen den Schwestern und ihrem stickigen Atem. Habe das ausgehalten, die Wärme und dass da kein Platz für mich war, weißt du? Sie bewegte ihren Kopf leicht in seine Richtung. Ich mag es lieber kühl. Und wie willst du an etwas denken oder über etwas nachdenken oder eben nicht nachdenken? Wie willst du zur Ruhe kommen, wenn immer jemand neben dir liegt, wenn immer einer schnauft oder schnarcht? Und zur Ruhe kommen muss ich doch. Den ganzen Tag in der Fabrik immer dieselben Handgriffe und dieser Gestank und Lärm und immer die anderen Frauen. Ich brauchte einen Ort für mich. Deshalb bin ich immer öfter hierher gekommen. Ich kannte die Linde schon lange. Jeder kennt sie. Du kennst sie ja auch. Sie steht schon immer hier. Seitdem ich laufen kann, habe ich hier gespielt. Mit den Nachbarskindern und auch mit meinen Geschwistern. Denk nicht, dass ich sie nicht mag. Und es ist auch schön, mit ihnen in einem Bett zu schlafen. Aber seitdem ich diese stumpfsinnige Arbeit tue, seitdem halte ich es nicht mehr aus, wenn mir jemand zu nahe kommt. Schon am Tag stehen wir ja eine neben der anderen in der Fabrik und auch in den kurzen Pausen hat man keine Ruhe. Deshalb bin ich hierher gekommen. Das hier ist ein guter Ort. Hier habe ich mich schon immer wohl gefühlt. Sie atmete lange aus. So viel hatte ich sie noch nie reden hören. Wie gerne hätte ich einen meiner Äste zu ihr heruntergestreckt und sie berührt. Doch das konnte ich nicht wagen, nicht solange der andere da war. Ich drückte nur leicht meinen Stamm gegen sie. Sie erwiderte den Druck und auch der andere rührte sich. Er hatte offenbar etwas bemerkt. Doch das spielte jetzt keine Rolle. Sie hatte mich nicht vergessen. Deshalb hatte sie ihn zu mir gebracht, weil ich eine Bedeutung hatte in ihrem Leben. Genauso wie der Hans damals sein Mädchen mit zu mir genommen hatte. Damit sie verstehen konnte, wer ich war und was ich getan hatte bei dieser Gerichtsverhandlung und warum. Und damit sie auch den Hans besser verstünde, damit er eine Chance bei ihr hätte. Aber diese Chance gab es nicht, denn das Mädchen vom Hans, dessen Namen ich gar nicht mehr weiß und den ich vielleicht auch nie wusste, dieses Mädchen war gar nicht das Mädchen vom Hans und sollte es auch nicht werden. Sie verstand nicht, was der Hans hier bei mir wollte, warum er jeden Tag zu mir ging. Du bringst mich zu diesem Baum, als wäre er dein Vater, als sollte ich bei ihm um deine Hand anhalten, schimpfte sie. Das ist doch alles verrückt. Du müsstest um meine Hand anhalten und wir sollten nicht hier unter dem alten Baum stehen, sondern bei meinen Eltern in der Stube. Du solltest einen Strauß dabei haben für meine Mutter und nachher sollten wir alle einen Sonntagsspaziergang machen. Meinetwegen auch hierher, aber so geht das nicht. Sie schluchzte und rannte davon. Seitdem kam der Hans noch ein paar Mal allein und dann kam er gar nicht mehr. Und das ist ja auch schon so viele 100 Jahre her, dass ich mich wundere, dass ich jetzt daran denken muss. Denn das ist ja alles ganz anders als bei Marie. Damals bei Hans, da wussten ja alle von meinem Eingreifen bei der Gerichtsverhandlung, wie ich meinen Ast hatte auf den Boden schnellen lassen und damit alle an ein Gottesurteil hatte denken lassen und so den dreien das Leben gerettet hatte. Davon wusste jetzt niemand mehr und es wusste auch niemand mehr, wie ich danach in der Nacht meiner wilden, großen Bewegung das alte Mütterchen so erschreckt hatte, dass sie in die Stadt lief und allen von meinem gefährlichen Zorn erzählte, so, dass niemand mehr zu mir kam, um mich um Hilfe zu bitten oder mit mir zu reden. Seitdem hatte niemand mehr mit mir geredet, niemand. Außer Marie. Die beiden hatten wieder zu sprechen begonnen. Er klang aufgebracht, ich hatte wohl etwas verpasst. Was ist schon Besonderes an einem Baum? Schau dich um, wie viele Bäume hier stehen, da hinten beginnt der Wald. Marie schwieg. Dieser Baum ist sogar ganz besonders langweilig. Alle Liebespaare kommen hierher. Sieh dir seinen Stamm an, bis hinauf ist er voll mit Herzen und Liebesschwüren. Das soll etwas Besonderes sein? Er war aufgestanden. Was würde Marie jetzt sagen? Einerseits wünschte ich mir, dass sie mich verteidigte, natürlich. Andererseits war das mittlerweile unser Geheimnis. Niemand sonst wusste davon, mit niemandem sonst sprach ich. So sollte das auch bleiben. Marie schwieg noch immer. Da fällt dir nichts mehr ein, was? Blaffte er.
So seid ihr doch alle. Hier ein Geheimnis, da ein Gewese und am Ende steckt nichts dahinter. Komm zu mir, wenn du mir was Interessantes zu erzählen hast. Ich hörte seine harten Schritte und wie sie sich entfernten. Und ich hörte Maries Atem, er ging schnell. Sie hätte sicher gerne etwas erwidert. Doch was hätte sie schon sagen können, ohne uns zu verraten und ohne als Verrückte dazustehen? Die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Das Wichtige habe ich gar nicht erzählt. Sie sprach ganz leise, ich konnte sie kaum hören. Sie saß wieder im Gras mit dem Rücken gegen meinen Stamm gelehnt. Dieser Baum versteht mich, wie mich sonst niemand versteht. Seitdem ich zu ihm komme, hat sich mein Leben verändert. Es stört mich nicht mehr, dass ich mich um die Geschwister kümmern muss und dass es zu Hause kein Fleckchen für mich gibt. Selbst die Arbeit in der Fabrik stört mich nicht. Auch die Schläge meines Vaters haben mich nicht mehr gekümmert, seitdem ich hierher komme. Und dass er jetzt fort ist im Krieg, das stört mich sowieso nicht. Dieser Baum hier ist mein Zuhause geworden und den ganzen Tag denke ich nur daran, dass ich abends hierher komme und mich in seine Zweige setzen und mit ihm sprechen kann. Sie atmete lange aus. Es war jetzt dunkel und ich war mir sicher, dass er gegangen war, dass wir allein waren. Ich dachte nur, ihre Stimme war jetzt noch leiser geworden. Ich dachte, dass es so nicht weitergehen kann. Ich kann doch nicht Nacht für Nacht mit einem Baum verbringen und alle meine Gedanken auf ihn ausrichten. Ich muss doch mein Leben leben. Sie schwieg erneut. Ich wagte nicht, etwas zu sagen. Deshalb bin ich so lange fortgeblieben, den ganzen Winter über. Aber irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und so bin ich doch wiedergekommen, zusammen mit den anderen. Ich dachte, das sei eine gute Lösung, dass ich auf eine normale Art hier bin, so wie die anderen auch. Doch eigentlich bin ich ja viel zu alt für diese Kinderspiele. Und dann war da plötzlich Johann. Auch er ist älter als die anderen, aber für den Krieg ist er noch zu jung. Er gefällt mir schon. Sie stockte, ihr Hinterkopf rief über meine Rinde, ihre Haare verfingen sich darin, mit einem Ruck riss sie sich los. Er gefällt mir und das ist auch richtig so. Und wo soll ich sonst jemanden finden? In der Fabrik sind ja nur Frauen und die Männer im Krieg. Ich musste sie unbedingt nach diesem Krieg fragen. Natürlich wusste ich, was das ist. Durch die Jahrhunderte hat es immer wieder Kriege gegeben und die Menschen haben auch hier bei mir davon gesprochen. Und auch in den Gerichtsverhandlungen ist das Wort hin und wieder gefallen. Dass aber jetzt gerade ein Krieg war, das wusste ich nicht. Es kam ja niemand mehr zu mir und erzählte mir davon. Und die Kinder sprachen über so etwas nicht. Sie spielten zwar Krieg, aber das hatten sie schon immer getan. Ich musste Marie danach fragen, aber nicht jetzt. Jetzt ging es um etwas anderes. Sie hatte wieder zu sprechen begonnen. Und wieso nicht, Johann? Er ist gescheit. Seine Eltern haben einen Hof, die können Hilfe gebrauchen. Das ist eine bessere Arbeit als in der Fabrik. Und es wäre eine gute Zukunft. Sie sprach jetzt etwas lauter. Man kann es doch mal probieren. Und er muss das mit uns ja auch nicht verstehen. Jetzt hatte sie mich endlich angesprochen. Ich wagte es immer noch nicht, etwas zu sagen. Ich dachte, dass ich es ihm erzählen könnte und er es dann verstehen würde. Aber vielleicht kann man das mit uns gar nicht erklären. Und er muss es ja noch nicht einmal wissen. Ich kann einfach weiter hierher kommen und mit dir sprechen. Nicht mehr so oft vielleicht, aber doch ab und zu. Sie war aufgestanden und lehnte gegen meinen Stamm. Sie strich mit beiden Händen an mir entlang. Ich kann doch immer wiederkommen. Das ist doch gar kein Problem. Ich kann hierher kommen und niemand muss davon wissen. Das ist doch ganz normal. Viele Leute sind gerne in der Natur. Sie reckte sich und griff nach einem der unteren Äste. Ich streckte ihn ihr entgegen, sie umfasste ihn und kletterte mit schnellen Bewegungen nach oben. Sie saß auf dem Ast, auf dem sie lange nicht gesessen hatte, und schmiegte sich an mich. Ich hatte immer noch nichts gesagt, aber das war jetzt auch nicht mehr nötig. Sie war müde, das spürte ich. Ich schloss meine Blätter und Zweige eng um sie. Im Einschlafen murmelte sie, morgen muss ich mit Johann sprechen. Und dann hörte ich nur noch ihr tiefes, gleichmäßiges Atmen. Sie war wieder da. Und was morgen war, das würden wir morgen sehen. Daran wollte ich jetzt noch gar nicht denken und das musste ich auch nicht. Marie schlief sicher in meinen Zweigen und unten zwischen den Wurzeln schliefen die Tiere. Der Wind fuhr leise durch mich hindurch und ich musste mich nach nichts mehr sehnen. Vielen Dank. Thank you.